Wer in diesen Behälter greift, ist sozusagen eine Hand kürzer, denn darin befindet sich eiskalter, flüssiger Stickstoff. Die Temperatur minus 196 Grad. Wissenschaftlerin Lisa Haider bewahrt hier menschliche Zellen auf. Da werden einfach die Zellen konserviert und wenn wir die dann für Versuche benötigen, dann werden die aufgetaut und wieder auf der normalen Temperatur, wo sie normalerweise wachsen, bei 37 Grad kultiviert mit einem Wachstumsmedium und dann können wir die Zellen für die Versuche verwenden. Konkret erforscht sie am Lebensmittelkompetenzzentrum Foxy in Wels sogenannte sekundäre Pflanzenstoffe und ihre gesundheitsfördernde Wirkung. Die aufgetauten Zellen braucht sie, um festzustellen, wie ein Mensch darauf reagiert. Sekundäre Pflanzenstoffe können Vitamine sein, irgendwelche Farbstoffe, chemische Verbindungen und genau diese sekundären Pflanzenstoffe interessieren uns in unserer Forschung und die haben oft gesundheitsfördernde Eigenschaften und daher sind sie von großem Interesse zum Beispiel für die Prävention von Krankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Diabetes. Noch dazu erhöhen sie die Widerstandsfähigkeit von Nutztieren gegen Krankheiten. Die große Herausforderung ist die geringe Bioverfügbarkeit. Bedeutet, diese gesunden Stoffe nimmt der Körper von sich aus nicht gut auf. Er braucht sozusagen einen Transporter, einen Bio-Enhancer. Bereits funktionierende Beispiele dafür ist etwa dieses gelbe Kurkuma-Extrakt oder schwarzer Pfeffer. Wenn man die zugibt, werden die einfach im Darm besser absorbiert und dadurch können auch die gesundheitsfördernden Wirkungen besser genutzt werden. Seit 3 Jahren ist Lisa Haider bereits auf der Suche nach neuen Bio-Enhancern, steht jetzt kurz vor einem Durchbruch. Ich habe da einen Kandidaten gefunden, da haben wir jetzt lange Zeit viele Versuche gemacht und wir wollen diese Daten dann erstmöglich publizieren. Und dann kann dieser Bio-Enhancer möglicherweise auch in Produkten angewendet werden. Etwa für Nahrungsergänzungsmittel oder Futterzusätze. Die gesundheitsfördernde Wirkung von sekundären Pflanzenstoffen besser nutzen können, das ist Lisa Haiders Forschungsziel am Foxy in Wels.